Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Flick, ich stehe nicht auf dem Programm, aber es gibt etwas zu feiern. Zu feiern gibt es 15 Jahre Convoco. 15 Jahre einer außergewöhnlichen Veranstaltung. Zeitlich gesetzt ans Ende des Monats Juli, wenn die Zeit des Arbeitens langsam zu Ende geht und der Geist sich öffnet, man aber immer noch konzentriert ist, zu denken. An einem wunderbaren Ort in Salzburg, schon ein bisschen umspielt von der Musikalität der beginnenden Festspiele, hier in einem kultiviert universitären Umfeld. Und dort findet alljährlich seit 15 Jahren Convoco statt, in einem ungewöhnlichen Format. Man beginnt im kleinen Kreis mit zwei halben Tagen intensiver Diskussion und nimmt dann Schwung und Momentum, wie man heute sagt, aus diesen zwei Halbtagen mit in den großen Kreis des Forums, der hier heute zusammengekommen ist. Am Anfang war der Kreis eher klein, vor allem Juristen und Ökonomen, aber es stießen viele dazu. Wir hatten Soziologen, Demografen, Psychologen, Mediziner, Historiker und ganz wichtig Unternehmer, Menschen der Wirtschaft, aber auch Menschen der Politik und Diplomaten. Was zeichnet dieses Convoco aus? Für mich ist es eine ganz einzigartige Verbindung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit. Ernsthaftigkeit, weil wir große Probleme behandeln, ob es der demografische Wandel war oder die Staatsverschuldung, die Digitalisierung oder heute die Zukunft Europas. Aber doch im geschützten Kreis zunächst, indem man voneinander lernt, indem man sich austauscht, indem man die Grenzen der eigenen Disziplin dann mal auch etwas mutiger überschreitet, vielleicht auch mal gemeinsam spekuliert. Und dazu dann eine Heiterkeit, die aus der Leichtigkeit erwächst, in der Freundschaften entstanden sind über viele Jahre und vertieft wurden, in der neue Ansichten entstanden sind, neue Gedanken, die auf dem Forum präsentiert und dann auch schon seit vielen Jahren in dieser wundervollen Buchreihe der Nachwelt überliefert werden. Hinter einem außergewöhnlichen Format muss ja wohl auch eine außergewöhnliche Person stehen. Und dass es diese Person gibt, das wird schon im Titel der Tagung deutlich. Convoco, ich rufe zusammen. Ich kenne keine andere Tagung, deren Titel in der ersten Person Singular geführt wird. Eine etwas ängstlichere Person hätte wahrscheinlich das Forum Salzburg für Wirtschaft, Politik und Recht ins Leben gerufen, hätte sich hinter Institutionen und Komitees versteckt. Hier ist das anders. Ich rufe zusammen. Da geht jemand ins Risiko, da übernimmt jemand Verantwortung für Gelingen, da baut jemand auf praktische Tatkraft. Sie, liebe Frau Flick, sind diese außergewöhnliche Person. Sie haben Convoco aus seinen Anfängen als Herrn Chiemseer Gespräche fortentwickelt, nach Salzburg verlagert und ihm ihre ganz eigene Prägung gegeben. Sie rufen zusammen und die Menschen kommen. Es kommen die Vortragenden, es kommen die Diskutanten, es kommen die Zuhörer und nun schon im zweiten Jahr war der Ansturm so groß, dass sie im Kreis übervoll zwei Tische bilden mussten, dass wir heute auch wieder Interessenten zurückweisen müssen. Aber wir wissen ja, wie manche Menschen kommen. Einmal aus Neugier, ein zweites Mal aus persönlicher Verbundenheit. Aber dass man 15 Mal kommt und ein großer Teil kommt nun schon so lange, das liegt an dem ganz Besonderen, das diese Tagung auszeichnet. An der Mischung aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit, aus der Vertrautheit, die entstanden ist, aus den Freundschaften, die hier gewachsen sind. Wie muss man eigentlich vorbereitet sein auf eine solche Aufgabe? Naja, wenn man zwei Studiengänge hinter sich hat, juristisch, literaturwissenschaftlich, dann hat man über die Rechtswissenschaften schon mal den Zugang zu den großen institutionellen Fragen, die uns ja hier immer bewegt haben, den Verfassungsfragen, der Ordnung der Wirtschaft, der europäischen Verträge. Und wenn man das Ganze literaturwissenschaftlich in seinem Leben schon früh begleitet hat, dann kommt auch der Funke an Kultur hinzu.
ohne den das Verständnis unserer Themen nicht möglich ist. Aber die stärkste Quelle ist dann vielleicht doch das in der Familie angelegte Unternehmertum. Convoco, das ist ein Unternehmen. Da musste eine Marktnische erkannt werden, da musste eine Marke etabliert werden, da muss jemand die Dinge vorwärts treiben, keine Müdigkeit vorschützen. Eine Lokomotive muss es geben, die den Zug zieht. Und nicht zwei Tage, sondern ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr Vorbereitung auf zwei Tage, von denen kein Mensch spüren soll, wie viel Arbeit darin gesteckt hat. Das ist echtes Multitasking. Und so können wir uns alle Corinne Flick in sehr vielen Rollen vorstellen und erleben sie hier auch so. Als elegante Gastgeberin, als engagierte Diskutantin, als effiziente Organisatorin. Mir steht immer vor dem Auge die Corinne Flick bei Beginn unserer Freitagsgespräche, wenn sich alle um den Konferenztisch versammeln und sie ihre schwarz berandete Brille aufzieht, den Notizblock aufklappt, den Bleistift in die Hand nimmt und mit der ihr eigenen unwiderstehlichen Mischung aus Vorfreude und Entschlossenheit das Startzeichen für die Diskussion setzt. Es gibt einen Kreis aus dieser Runde, der sich entschlossen hat, dieser Dankbarkeit einen etwas dauerhafteren Ausdruck zu verleihen. Das ist gewissermaßen die alte Kerntruppe, überwiegend die Diskutanten, aber durchaus auch auf dem Kreis der Freunde. Und ich würde jetzt gerne zusammen mit Ihnen, liebe Frau Flick, Herrn Mellinghoff und Herrn Liegel auf die Bühne bitten, weil von den beiden die Idee stammt, die wir verwirklicht haben. Es geht um ein silbernes Tablett, das Convoco-Tablett, das entsprechend signiert ist vor dem Kernkreis derjenigen, mit denen Sie hier schon seit vielen Jahren zusammen sind und das Ihnen die beiden Initiatoren gerne gleich überreichen. Da soll ich da sagen. Danke, danke. Wahnsinn. Oh. Vielen herzlichen Dank. Wissen Sie, ich bin gerührt. Ich meine, das ist fast eine Laudatio, oder es war eine. Fast? Danke, also bitte schauen Sie. Es ist nicht unglaublich. Danke. Gerne. Danke. Was wahnsinnig Schönes. Könnt ihr mir mal helfen, vorlesen, wer alles unterschrieben hat, bitte? Roland Berger. Alexander Liegel, Rudolf Mellinghoff, Wolfgang Schön, Clemens Fust. Christoph Paulus, Jörg Rocholl, Stefan Curio. Und wer fehlt? Wessen Unterschrift können wir nicht lesen? Nee, bitte, Herr Huber. Herr Huber. Also. Ich danke Ihnen allen und ich genieße das Convoco-Forum. Herr Schön, danke. Herr Mellinghoff, danke. Alexander, danke. Ihnen allen ein Riesendanke. Und helfen Sie mir weiter, Convoco wachsen zu lassen. Und auf viele mehr Jahre. Und ich freue mich riesig.